Mein Name ist Mario Hönisch, ich bin der Klimaschutzmanager der Stadt Memmingen und bei mir laufen alle Fäden zusammen, was den Klimaschutz angeht. Und deswegen kann ich guten Gewissens behaupten, dass die Stadt Memmingen alles dafür tut, die ihr selbst gesteckten Ziele zum Klimaschutz zu erreichen. In diesem Zuge ist die Stadt Memmingen Anfang des Jahres dem European Energy Award beigetreten. Der European Energy Award ist ein Maßnahmenkatalog bzw. ein Management-Tool, das uns hilft, die uns gesteckten Ziele zu erreichen. Ja, wir als städtische Forstverwaltung, wir bewirtschaften den zweitgrößten Kommunalwald in Schwaben. Und schon allein das ist ein großer Beitrag für den Klimaschutz, weil Wald bindet nämlich, also durchschnittlich gesehen, 8 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr aus der Atmosphäre. Wenn wir dieses Holz dauerhaft verbauen in Häuser, in Dachstühle, in Möbel oder Fußböden, dann wird dieses CO2 langfristig gebunden im Holz als Kohlenstoff und wir entnehmen dieses CO2 dann wirklich der Atmosphäre. Der Wald ist also dann eine Senke. Da gibt es einige gute Beispiele, auch in Memmingen. Zum Beispiel fällt mir spontan die St. Martinskirche ein. Der Dachstuhl ist aus dem 15. Jahrhundert. Das heißt, dort ist CO2 seit dem Mittelalter gebunden. Oder ein sehr neues Bauwerk, die Stadthalle, war ja das erste große Holzbauwerk in Memmingen, Anfang der 80er Jahre gebaut. Dort wurde immens viel Holz verbaut. Dieses Holz speichert CO2 seit über 40 Jahren. Ja, die Stadtwerke Memmingen investieren jährlich etwa 75.000 Euro in nachhaltige Projekte, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ein Projekt möchte ich Ihnen heute vorstellen, nämlich das hier der PV-Anlage direkt in der Nähe und zu unseren Trinkwasserbrunnen. Das haben wir 2015 errichtet. Und die Idee war damals, dass wir einen Teil des Stroms in unsere Trinkwasserbrunnen benötigen, das sind immerhin 900.000 Kilowattstunden pro Jahr, dass wir einen Teil dieses Stroms selbst produzieren, nachhaltig produzieren durch Sonnenstrom, durch diese PV-Anlage. Und 2015, wie gesagt, haben wir die errichtet. Hier stehen wir davor. Sie hat eine Leistung von 126 kW Peak und wir produzieren etwa 150.000 Kilowattstunden Strom jährlich selbst. Und dieser Strom, der läuft zu 100% direkt in unsere Brunnen, in die Pumpen. Und so können wir einen Teil doch nicht nur ökologisch und nachhaltig produzieren, sondern auch das mit der Wirtschaftlichkeit verbinden. Also Ökologie und Wirtschaftlichkeit ist durchaus vereinbar. Ja, für die Stadt Memmingen und seine Stadtteile und die Umlandgemeinden fördern wir jährlich etwa 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser. Wie gesagt, einen Teil produzieren wir hier selbst des benötigten Stroms. Das heißt, wir haben unterm Strich einen CO2-Anteil von 0,1 Gramm pro Liter Trinkwasser. Im Vergleich dazu Mineralwasser, das man über Flaschen, Plastikflaschen, Glasflaschen bezieht, wenn man da den Transport mit einrechnet, die Produktion, die eigentliche Flasche, dann sind wir da pro Liter bei 200 Gramm CO2 pro Liter Trinkwasser. Das heißt, wer Leitungswasser trinkt, der tut auch wirklich was Gutes für die Umwelt. Wie in den Kitas der Stadt Memmingen und Hospitalstiftung, natürlich ist unser großes Anliegen dieser Klimaschutz. Das beginnt schon, wenn wir ein neues Projekt planen im Baubereich, wie können wir da ressourcenschonend mit den Flächen umgehen? Wie bauen wir da nachhaltig, was Bausubstanz angeht, was Energetik angeht? Das ist aber ganz normal, klar. Dazu kommt zum Beispiel im Essen biologisch erzeugt, regional, um Wege kurz zu halten. Und dann im Dritten natürlich auch umweltpädagogisch mit vielen Sachen, ob es vom Apfelbaumpflanzen über das Insektenhotel oder das Upcycling geht. All diese Sachen sind uns natürlich wichtig. Aber am wichtigsten ist eigentlich, dass wir Erhaltung bei den Kindern pflegen und die auch weitergeben, wo es um Achtsamkeit geht, um Wertschätzung den Menschen und der Natur gegenüber, dass sie spüren, wir haben eine Verbindung. Weil wenn ihr das schafft, mit den Kindern und den Familien zusammen, dann werden wir ganz natürlich die Umwelt schützen. Dann wird es sicher auch in eine gute Richtung gehen. Es geht hier nicht ums Perfektsein, dass wir morgen gleich die ganze Welt retten. Und auch nicht darum, dass die Kinder das tun. Da müssen wir aufpassen. Sondern nur gemeinsam können wir in so einer Haltung raus, was fürs Klima tun. Und ich glaube, das gelingt immer wieder, nicht nur hier im Waldkindergarten, sondern in allen unseren Einrichtungen mit vielen Momenten, mit vielen guten Ideen. Und sind gerne mit dabei. Weil uns ist es wichtig und da würden wir uns freuen, wenn Sie auch da diesen Weg mit uns mitgehen. Klimaschutz geht uns alle an. Die Stadt Memmingen
und auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Memmingen. Wir erreichen unsere Ziele nur, wenn wir gemeinsam zusammenhalten und zusammenarbeiten und jeder dazu seinen Beitrag leistet. Egal, wie groß dieser Beitrag auch sein mag.